30 Jahre nach dem Krieg in der Republik Moldau wird hier an drei Checkpoints kontrolliert. Den der separatistischen Milizen, der russischen Soldaten und der moldawischen Polizei. Die Menschen befürchten, dass Moldau in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte. Russische Soldaten wurden bereits in das Gebiet geschickt. Der Krieg in der Ukraine hat einen anderen Konflikt ins Bewusstsein gerückt, den in der transnistrischen Separatistenregion der Republik Moldau. Die Kämpfe von 1992 waren die blutigsten nach dem Zerfall der Sowjetunion. In dem Dorf Vanitsa auf der von Moldawien kontrollierten Seite nahe der transnistrischen Grenze wachsen die Ängste. Dort sind 2000 russische Soldaten stationiert. Man sieht, dass sie auch in die Ukraine gegangen sind und getötet haben. Man legt sich nicht mit den Russen an. Es könnte so kommen, dass die Separatisten dann Vanitsa verwalten. Ihre Verwandten und Bekannten, wohin würden die fliehen, wenn der Konflikt beginnt? Nach Rumänien oder Italien? Der ehemalige Botschafter der Republik Moldau in den USA, Igor Monteanu, schätzt das Risiko einer Ausweitung des Kriegs auf das Gebiet Moldawiens als hoch ein. Russland hat seine Pläne, die ehemaligen sowjetischen Gebiete zu besetzen, weder zurückgenommen noch aufgegeben. Das zeigt sich sehr deutlich an den massiven militärischen Konzentrationen im Donbass-Gebiet und den wiederholten Versuchen, die Seeherrschaft im Schwarzen Meer zu erobern und einen gezielten militärischen Angriff in den südlichen Regionen Bessarabiens zu erzwingen. Die separatistische Region Transnistrien wird seit dem Krieg 1992 von russischen Truppen kontrolliert. Die Behörden in Chisinau verfolgen genau, was dort geschieht, vor allem seit die russischen Truppen in der Region in Alarmbereitschaft versetzt worden sind. Die Republik Moldau verfügt über eine kleine Armee von knapp 6000 Offizieren und Soldaten. Sie haben keine Panzer und eine alte sowjetische Ausrüstung. Nach Ansicht von Chisinau sollte das Land nach NATO-Standard ausgerüstet werden.